So, ihr Lieben, hier ist der Ritzer wieder. Hallo, ich grüße euch. Und zwar heute Folge 3. Folge 3 heute mit Dirk Anders aus Dresden. Lust auf Dresden ist seine Passion. Und mit dir möchten wir heute miteinander teilen. Ich bin mega gespannt drauf, was wir heute auf jeden Fall kochen werden. Das weiß ich ja schon. Aber was dabei rauskommt. Und natürlich Unterhaltung. Für Unterhaltung ist gesorgt, weil wir haben natürlich in den Vorgesprächen schon so das ein oder andere Spannende raushören können. Was gibt es heute? Wir machen Kürbis. Kürbis ist das Motto heute. Kürbis als Chutney mit einem karamellisierten Ziegenfrischkäse. Dann machen wir ein fruchtiges Kürbissüppchen und zu guter Letzt als letzten Gang ein Vanilleeis mit gerösteten Kürbiskernen und natürlich dem Kürbiskernöl. Seid gespannt drauf, bleibt dran. Bis gleich. Hier sind wir wieder. Herzlich willkommen, Dirk. Schön, Servus. Dass du da bist. Schön, dass wir ich freue mich auch. Hier heute zusammen kochen können. Wir haben uns kennengelernt, eigentlich heute hier, oder? Oder wir lernen Facebook, uns jetzt gerade oder? Kennen. Genau. War Social Stein Media. Des Anstoßes, ja, genau. Richtig. Erzähl mal ein bisschen was über dich, damit natürlich unsere Zuschauer ganz einfach wissen, mit wem ich denn heute kochen darf. Und es ist natürlich für mich auch rein informativ definitiv wichtig halt, ne? Ja. Naja, der Dirk, der steht für Lust auf Dresden im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben natürlich alle unsere Geschichte, unser Leben. Und ich bin in Dresden geboren, vor 60 Jahren. 60 Jahre? Ja, vor 60 Jahren. Da kam zu klar. Und war dann auch lange Zeit unterwegs gewesen. Bin vor 17 Jahren, 18 Jahren wiedergekommen in meine Stadt und habe mich sprichwörtlich in Dresden verliebt. In den letzten Jahren hat sich so viel getan in unserer Stadt und es ist heute einfach ein tolles Gefühl, in dieser Stadt zu leben. Ich meine nicht nur, weil ich Dresdner bin, dass Dresden eine der schönsten Städte Deutschlands ist. Wir sind ja flächenmäßig die viertgrößte Stadt Deutschlands. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Okay. Mit dem größten Grünanteil, obwohl wir nur eine 500.000 Einwohner haben. Und an der Elbe zu liegen, Yoga zu machen, mitten in der Stadt mit 250 Leuten, ist einfach ein irres Gefühl. Oder wenn die Filmnächte sind. Die Silhouette, mega, oder? Gänsehaut, ja. Gänsehaut pur. Naja, und ich habe mich dem kulinarischen Thema insofern verschrieben, dass ich einfach kulinarisch Lust auf die Region machen will. Wir haben unheimlich viel zu bieten. Es gibt eine ganze Reihe an Manufakturen, auch im Umland von Dresden. Menschen, die einfach Dinge tun, die schön sind, die mit Nachhaltigkeit, mit Gesundheit, mit vernünftiger Ernährung zu tun haben und den Menschen einfach ein paar Informationen näher zu bringen, warum Dinge so oder so sind, das ist das Anliegen von Lust auf Dresden und alle sind eingeladen, natürlich Lust auf Dresden zu besuchen, zu nutzen. Es gibt das Ganze als App, als Blog und ja, das ist das Thema. Okay, Dirk, also es ist auf jeden Fall mega spannend. Das heißt, Lust auf Dresden, Instagram, Facebook, also eigentlich überall vertreten, wo Social Media vertreten ist. Ne? Ja. Perfekt. Gut, wir kommen natürlich noch zu weiteren Themen, die du natürlich in deinem Leben noch betreibst oder jetzt betreibst. Habt ihr wahrscheinlich im Intro gesehen, Dirk ist mit dem Fahrrad gekommen. Natürlich nicht von Dresden mit dem Fahrrad bisher her, obwohl das für ihn mit Sicherheit kein Problem wäre, ne? Aber nie in dem Outfit, ne? Okay, also ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Kürbis, Robert hat die Kürbisse gewaschen, oder? Eins, zwei, genau, danke Robert. Und ich beginne als erstes im Prinzip den Ansatz für unser Vanilleeis. Ne? Ah. Ich muss ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen, wir waren heute bei Edeka Müller heute früh wieder einholen, die Ware quasi in den Warenkorb packen und ich habe die Eier vergessen. Aber das ist gut, dass man bei Liebschoss natürlich auch Hühner auf dem Hof haben, wie sich das gehört. Und somit gibt es hier schöne, klasse, frische Eier. Also, klasse, mega. Gut, also. Super Form. Perfekt, oder? Ja, ja. Genau. Wir kümmern uns auf jeden Fall erstmal um den Kürbis. Das heißt, der Kürbis ist gewaschen, halbieren.
Kerngehäuse rauskratzen, das machen wir mit dem Löffel, ganz klar. Genau. Und dann schneiden wir den in Würfel. Wir brauchen einen Kürbis, denke ich mal. Der sollte ja schon fast reichen für uns alle. Fürs Chutney, oder wir machen anderthalb Kürbisse. Fürs Chutney müssen wir ein bisschen kleiner würfeln. Mhm. Das heißt, kleiner Fingernagelgröße halt, aber den Nagel lassen wir dran. Ja. Und für die Suppe kann es ruhig ein bisschen gröber sein halt, ne? Okay. Wenn du damit anfangen möchtest. Parallel setze ich mal hier noch die Kürbiskerne an. Die Kürbiskerne rösten wir an, brauchen wir so ein bisschen für unsere Suppe. Wir brauchen es für unser Eis auch mit natürlich, klar. Und in der Vorspeise werden wir hier auch eine Verwendung dafür finden. Bei Nüssen an sich haben wir einen hohen Ölanteil an sich selber. Das heißt, verwenden wir auch beim Anrösten gar keine Fettigkeit. Du bist mit dem Rad gekommen, bist du ja nicht ohne Grund. Die Info habe ich vorneweg schon bekommen. Was hat das für einen Hintergrund? Ja, das Radfahren ist so eine zweite Leidenschaft von mir. Ich bin seit vielen, vielen Jahren als Spinning-Instruktor unterwegs, bespaße in diversen Studios Sportgruppen. Und dazu gekommen bin ich an und für sich über einen Freund, der auch aktiv Radsport macht. Und ich war etwa 40 Jahre ein typischer Bürohengst mit Übergewicht, den ganzen Tag am Rechner sitzen, wenig Bewegung. Und er hatte mich dann einfach mal eingeladen zu einer Radtour. Und da merkte ich also schon nach kurzer Zeit, dass ich konditionell einfach gar nichts auf der Pfanne hatte. Überhaupt nicht. Und das war so die Initialzündung, dass ich gedacht habe, Dirk, du möchtest vielleicht doch ein bisschen was machen. Habe mir damals ein erstes Rennrad gekauft. Das war ein Online-Kauf. Ich würde heute allen davon abraten, sich online ein Fahrrad zu kaufen. Okay. Sondern es gibt heute mittlerweile wirklich super, super Händler bei uns, auch hier in der Region, wo man sich auch echt gut beraten lassen kann. Und habe dann einfach angefangen mit dem Radsport und habe dann später bin ich zum Spinning gekommen. Das hat mich einfach interessiert, das Alternative, dass man halt Indoor was machen kann. Ja. Und schon nach kurzer Zeit war dann ein Engpass, ein Trainerengpass. Dann bin ich angesprochen worden von dem Studio, ob ich mal so einen Kurs übernehmen könnte. Und dann habe ich das gemacht und bin darüber dann praktisch nochmal zu einer Lizenz gekommen, habe dann einen Trainerschein gemacht und bin seitdem also in verschiedensten Studios unterwegs und gebe Indoor-Cycling-Kurse meistens abends. Und das ist ein super Ausgleich, wenn du tagsüber im Büro bist oder am Rechner sitzt, hast du dann einfach nochmal Bewegung, hast Spaß, bist mit den Leuten zusammen, gehst hinterher noch in die Sauna, trinkst was. Und das ist einfach schön. Schön. Ja. Mhm. Und wie du vorhin gesagt hast, mit 60 Jahren, also ja, man muss auch was tun dafür halt, ne? Genau. Das ist halt der Punkt. Ernährung spielt eine Rolle, keine Frage. Und absolut. Natürlich auch die Bewegung. Ne? Ja, ja. Das Thema hat man ja letzte Woche schon gehabt mit meinem Gast, dass Ernährung und Bewegung ganz einfach mal das A und O ist. Und wir haben nur einmal unseren Körper in unserem Leben und auf den sollten wir Obacht geben. Wir können so viel tun. Also wir können wirklich viel tun. Ernährung ist ein großes Thema. Wir haben vor längerer Zeit mal Sarah Wiener besucht in Berlin. Sie macht ja sehr viel mit Kindern. Jawohl. Und sie hat diesen Begriff vernünftige Ernährung auch geprägt. Da geht es also nicht um gesunde Ernährung, was ja oftmals auch auf Widerstände stößt, sondern vernünftige Ernährung heißt einfach mal drüber nachzudenken, was man so sich und seinem Körper Gutes tut. Und für mich kam dann später die Initialzündung, auch über meine Ernährung intensiv nachzudenken, über die ältesten Jungunternehmer Deutschlands, die ich kennenlernen durfte und die wohnen sogar in Dresden. Wirklich? Haben vor etwa 8 Jahren in Dresden ein Restaurant eröffnet. Da war sie 85 und er war 83 Jahre. Okay. Und sie betreiben heute noch das Restaurant Chicorée im eigenen Haus. Da muss man vorher reservieren. Da gibt es immer ein 7-Gänge-Menü. Beide stehen in der Küche, kochen gemeinsam. Und er setzt sich dann mit seinen Gästen an den Tisch und spricht darüber, was gekocht wird und warum diese Produkte auf den Tisch kommen. Mega. Sensationell. Mega, und ich glaube, besser kannst du nicht vorleben, was vernünftige Ernährung bedeutet. Also hatte ich natürlich eingehend gesagt oder nicht gesagt, was wir heute verwenden. Wir verwenden einen Hokkaido-Kürbis. Und den können wir nämlich so verwenden. Und der Hokkaido-Kürbis, den kannst du ganz getrost mit der Schale verwenden. Genau. Wir wissen natürlich, Vitamine, Mineralstoffe, die meisten Vitamine, Mineralstoffe stecken liegen unter der Schale. Genau. Und hier der Kürbis, der Hokkaido-Kürbis ist wirklich mit der Schale auch verzehrbar. Okay. Bei den anderen Kürbissen solltet ihr auf jeden Fall die Schale
wegschälen, weil die ganz einfach immer viel zu derb ist. Genau. Ne? Danke für den Tipp. Ne, nicht zu danken. Kürbissuppenrezepte gibt es ja natürlich auch wie Sand am Meer. Ne? Wir haben uns ja vorher natürlich noch nicht unterhalten darüber, welche Rezeptur wir verwenden, sondern du lässt dich jetzt im Prinzip auf meine Rezeptur ein. Ja, gerne. Aber wir haben ja mal ganz kurz bloß angedeutet, was für Ingredienzien wir heute hier haben zum Verwenden der Suppe. Und da hast du natürlich gelächelt, hast gesagt, passt, super, genau mein Ding. Genau. Ne? Also wir machen die wirklich ein bisschen fruchtig. Das heißt, mit einem Mangosaft oder mit einem Smoothie halt, mit Orange, mit Apfel und Mango halt mit drin. Dann natürlich mit Honig im Ansatz. Eine Süße und eine Säure ist immer ganz wichtig bei einer Suppe. Aber dazu dann mehr, wenn wir sie wirklich auch ansetzen. Ganz kurz nur zu meiner Vanille-Eis-Ansatzgeschichte. Und zwar habe ich hier Milch und Sahne zu gleichen Teilen. Und natürlich hier eine Bourbon-Vanilleschote. Schneiden Sie auf, kratzen im Prinzip hier das Vanillemark raus. Streifen das hier direkt ab. Und die Vanilleschote, die halbe hier, können wir ganz einfach entweder in ein Glas mit Zucker geben und so stellen wir unseren eigenen Vanillezucker her. Oder wir geben sie als Aromatisierung im Prinzip in unsere Milch-Sahne-Mischung, weil natürlich auch bei der Vanille, so wie bei jedem Gewürz, immer Temperatur eine Rolle spielt. Ne? Ätherische Öle setzen sich natürlich immer bei Temperatur erst frei und geben somit ihren Geschmack ab. Also immer Temperatur aussetzen. Und das machen wir jetzt. Genau, Dirk, du hast jetzt hier den Kürbis geschnitten, da machen wir mal die großen Würfel. Das sind jetzt die großen Würfel für den Suppenansatz, genau, oder? Und jetzt nehmen wir uns noch den anderen halben daher. Da zeige ich dir mal, welche Größe wir halt nehmen hier. Das ist ja der Teil, der püriert wird, ne? Genau. Da kann das mit rein. So. Erstmal hier so in Scheiben schneiden. Und dann in Würfel. Okay. So, die Größe halt, ne? Komme ich hin. Oh, das ist das richtige Messer. Hi. Das war das Richtige. Das verwenden wir halt in der Küche, das Kochmesser, für solche großen Geschichten. Also ich sehe auch häufig, dass wenn bei Kochkursen, die ich bis dato immer noch gemacht habe, oder Kochevents, das meistens immer mit so einem ganz kleinen Messer halt, ne, alles geschnitten wird. Genau. Katastrophe, sage ich da einfach nur dazu, ne? Das ist ein Gemüseputzmesser, damit schäle ich Zwiebeln, damit putze ich Gemüse zu. Aber das richtige Schneiden von großen Sachen mache ich immer mit einem großen Kochmesser, so wie du es gerade hier hast. So, genau, die Milch und die Sahne bringen wir hier auf Temperatur. Dann habe ich die Eier getrennt. Das heißt, ich möchte nur das Eigelb haben für unser Eis. Dort gebe ich noch einen kleinen Schluck Milch mit dazu. Und diese ganzen Nummer rühren wir natürlich auch glatt. Gut, dann wehre ich mich mal hier, um dich ein bisschen zu entlasten mit der Schnippelarbeit, mal um die Schalotten kümmern, die schäle ich mal flugs. Lust auf Dresden, Dirk, wie ist denn das entstanden? Naja, ich und meine Ex-Frau, wir haben uns über ein Projekt Dresden kennengelernt. Ich habe jemanden gesucht, der Bewegtbilder produzieren kann, und meine damalige Frau hatte eine Filmproduktionsfirma und einen Verlag, und so sind wir geschäftlich und privat zusammengekommen, und wir haben dann relativ schnell auch das gemeinsame Interesse am Kochen entdeckt. Und es gab schon immer sehr viele gute Kontakte auch in die Gastronomie. Und da war eben so die Überlegung, wir haben die ganze Technik, was könnte man machen, wo könnte man den Mehrwert erzeugen. Und da ist dieses Topfgucker-Projekt entstanden. Topfgucker ist heute ein eigenständiger Kanal. Topfgucker TV, gibt es einen YouTube-Channel.
Und wir sind dann einfach losgezogen, haben in diversen gastronomischen Einrichtungen angefragt, ob die denn Lust hätten, sich mal kulinarisch zu empfehlen, ja, mit entsprechenden Beiträgen, die idealerweise dann auch zu den saisonalen Angeboten passen. Und da war das am Anfang ein relativ kleines Projekt, ist dann sehr, sehr schnell gewachsen. Wir waren dann im gesamtdeutschsprachigen Rahmen unterwegs und da hat sich gezeigt, dass es also wirklich ein schier unerschöpfliches Potenzial an Adressen gibt, wo man sich kulinarisch austoben könnte. Und das haben wir getan. Da wir aber zwei Kinder im Haus haben, war das einfach logistisch eine zu große Herausforderung, sodass wir am Ende wieder zurück nach Sachsen gekehrt sind und das Ganze auch heute noch betrieben wird. Und also auch die persönliche Trennung hat uns nicht daran gehindert, das Projekt weiterzuführen. Und Christiane, die für Topfgucker TV heute steht, macht das nach wie vor. Okay. Und da ich ja selber in der Branche unterwegs bin, gibt es natürlich immer wieder Verbindungen und auch Empfehlungen in diese Branche, was man wo wie machen kann. Und ich denke, dass es sicherlich dann auch hier bei dir, Rizzo, in Bälde vielleicht nochmal einen Topfgucker TV-Beitrag geben wird, wo ihr einfach die Möglichkeit habt, über eure Arbeit, über das, was ihr hier macht, exklusiv zu berichten und dabei natürlich zu kochen. Das wäre der Idealfall. Und schön, dass du da bist, Niki. Hallo. Hi, Niki. Servus, grüß dich. Hallo. Mensch, in genau. Corona-Zeiten wird hier nicht geküsst, na, oder? Hi. Hallo. Nachts immer wieder alle schön beisammen. Richtig, genau. Niki? Du kochst heute mit Kürbis? Wir kochen mit Kürbis, genau. Und ich habe heute gesteckt mit Kürbis. Ich habe ihn mitgebracht. Wir wollen schön Tischschmuck mit reinmachen. Ich habe einen Ausgehöhler. Ich habe Blumen reingesteckt. Ich habe eine richtig schöne Deko für dein Essen heute gemacht. Und, also ich bin fertig. Du bist fertig schon? Ja. Wir haben noch gar nicht gekocht. Alles gut. Ich kann noch ein bisschen dekorieren und ihr kocht dabei uns was Schönes. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und am Ende Perfekt. Sehen wir ja dann das gesamte Ergebnis. Das ist richtig. Das heißt, wenn unser Kürbis nicht reichen sollte, hast du noch welchen da? Den Inhalt zumindest. Okay, mhm. Gut. Mhm. Gut, dann viel Spaß. Niki, dann später. Wir sehen uns. Ne? Bis ja, dann. Bis später, danke. Ja. So, du hast jetzt im Endeffekt, wie wollen wir es denn machen? Ich würde sagen, das Chutney kannst du ja eigentlich ansetzen. Chutney okay. ist halt so ein süß-saures Gemüse, eingelegtes Gemüse, was super wunderbar, also im Kürbis zu einem Käse halt passt. Ja. Ja? Unter anderem. Und zwar fangen wir da ganz einfach an. Olivenöl gebe ich dir schon mal her, sodass der Boden unten bedeckt ist. Mhm. Dann nehmen wir uns dafür zwei Schalotten, hatte ich eingehend gesagt. Die schneiden wir in kleine Würfel. Das würde ich gleich mal machen. Schieben uns das ein bisschen hier hoch, bereiten uns die Sachen noch vor, die wir brauchen. Hier ist es quasi so, die Wurzelseite, wenn du Rechtshänder bist, legst du dir links rüber. Die Babette weiß Bescheid, wie es funktioniert. Erstmal in Streifen schneiden. Und wir brauchen ja feine kleine Würfelchen. Ne? Okay. Und schneidest eben halt nur so ein bisschen her, dass die Wurzel halt im Endeffekt in unser Chutney da nicht mit reinkommt. Ne? Mhm. Vom Ansatz her, also wie gesagt, Olivenöl rein, dann nehmen wir einen Löffel Honig dazu. Ich habe hier einen Akazienhonig gewählt. Löffel mache ich dir hier rein dafür. Dass im Prinzip die Schalotte so ein bisschen karamellisieren kann halt, ne? Ein bisschen Knoblauch dazu, den schäle ich dir noch. Ich muss aufpassen, dass der Knoblauch nicht im Eis landet. So, frischer Knoblauch. Und hier würde ich ganz einfach, dass wir es nicht so extrem machen, die ganze Nummer, den einfach dann bloß anstoßen. Na, dass so eine leichte okay. Knoblauchnote dazukommt. Also. Sahne, Vanillesahne und Milch ist jetzt hier auf Temperatur. Jetzt schalten wir hier natürlich aus, dass wir hier kein Rührei bekommen. Was hast du für Milch genommen? Ich habe eine Vollmilch genommen. Ne? Okay. Eine Vollmilch, 3,5% Fett. Fett ist Geschmacksträger. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall auch bei der Sahne, deswegen die Sahne auch eine 30%ige Sahne, damit das Eis auch einen richtig schönen runden Geschmack bekommt und eine gewisse Cremigkeit. Noch ein bisschen Zucker dazu. Bäm.
Mir kommen die Tränen. Ist es schon soweit? Oh ja. Das sind Freudestränen. So, um jetzt natürlich das Eigelb ein bisschen vorzutemperieren, habe ich jetzt hier etwas von dem Milch-Sahne-Gemisch halt dazugegeben und rühre das jetzt hier da rein. Mhm. Die restliche Temperatur, die wir haben, reicht jetzt hier vollkommen aus, um das Eigelb so ein bisschen, dass es eine Bindung gibt, eine Bindung entsteht. Und wir verwenden natürlich ein rohes Ei hier. Ne? Das heißt, wir müssen es auf mindestens 60, 62 Grad erhitzen und die haben wir definitiv dabei. Man sollte nur wirklich rühren dabei, weil ansonsten stockt das Ei. Ja. Und wir haben dann kleine Klümpchen drin, das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden. Okay. So, wenn wir das dann haben, geben wir das in eine Edelstahlschüssel und am Ende des Tages sitzt der Rizzo sonntags auf der Couch oder wo auch immer und schreibt dann die Rezepte zusammen. Schickt sie dann dem Robert zu und der Robert fügt sie dann im Prinzip auf die Webseite ein. Da gibt es natürlich auch die Einkaufsliste dazu für unser Essen, was wir heute hier gekocht haben. Und das können natürlich die Kunden von Edeka Müller, haben den Vorteil, das direkt an der frischen Theke mitzunehmen. Ne? Oder halt, wenn man natürlich nicht beim Edeka Müller einkaufen geht, sondern in Hamburg oder München oder wo auch immer unterwegs ist, kann man sich natürlich das downloaden und in den Edeka-Markt seines Vertrauens gehen. Okay. Ne? Aber wenn du das Rezept vorher schon brauchst, Dirk, ne? Du weißt, ruf mich einfach an. Du, wir kochen es ja jetzt zusammen. Ich genau. nehme das auch kopfgespeichert mit nach Hause. Und, perfekt. Kann das so gleich weitergeben. Genau. Gestern übrigens, Leute, hatte ich einen Anruf von dem Christian aus dem Gebirge oben. Und der momentan im Tharander Wald oder überhaupt allgegenwärtig viele Pilze unterwegs sind, hat er mich gefragt, ja, genau. Ey Kai, ich habe hier Pilze da. Und ein Stück Fleisch, was ich heute braten möchte als Steak. Gebt mir mal einen Tipp, wie ich das zubereite. Naja, prompt Telefon genommen, Sprachnachricht geschickt. Zögert nicht, ihr könnt den Rizzo auch anrufen, anmelden, wie auch immer. Ich helfe euch, bin für euch da. Ah, hier geht's los, ne? Röstaromen. Okay. Ich habe es schon in der Nase gehabt gerade. Mhm. Wunderbar. Aber das sieht gut aus. Also, Dirk, für unseren Ansatz. Olivenöl darf hier unten rein, Boden bedeckt. Jawohl, passt. Dann ein Löffel vom Akazienhonig. Robert, bist du mal bitte so lieb und gibst mal hier unsere Mischung da direkt in den Kühlschrank. Also Oliven, auch beim Honig, ne? Dort wirklich nie aufs Geld schauen. Holt regionalen Honig, weil natürlich auch die Bienenvölker hier in unserer Region auch sehr, sehr wichtig sind. Ne? Lebenswichtig. 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 Also nicht bloß bei uns in der Region, die sind überhaupt lebenswichtig. Ne? Jetzt geben wir die Schalotten dazu, die angestoßene Knoblauchzehe. Und im Endeffekt ist der Werdegang bei der Suppe, wenn wir die ansetzen, genau der gleiche. Jetzt nehmen wir uns natürlich daher ein Curry. Ich habe hier ein englisches Curry. Okay. Ja, Curry was ist, immer ist englisches Curry? Ein mildes Curry. Ah, ja, okay. Also eine Gewürzmischung aus mehreren Gewürzen. Ja. Zusammen gemischt halt. Ne? Hier haben wir einen Kreuzkümmel drin, wir haben Knoblauch drin, wir haben Paprika drin, wir haben hier sogar Hanfsamen mit drin, wir haben Petersilie mit drin, also wirklich sehr, sehr mild, nicht scharf. Ne? Mhm. Das ist der Punkt. Der Punkt ist auch bei einem Curry, bei einem gescheiten Curry, ein Curry muss man immer mit anschwitzen, ne? Damit die ätherischen Öle der Gewürze sich entfalten können. Wenn wir das hinterher in die Suppe oder in das Chutney nur so ein bisschen reinstreuen, bringt das wenig Effekt. Mhm. Ja? Das heißt, immer Temperatur aussetzen. Wenn wir hier die Schalotten und den Knoblauch glasig angeschwitzt haben, geben wir die kleinen Würfel hier dazu, schwitzen die erstmal mit an und dann geben wir das Curry okay. zu. Ne? Können wir jetzt loslegen, oder? Genau. In der Zwischenzeit für die Spicy-Geschichte noch eine Cayenne-Schote, ein bisschen Ingwer, den reiben wir dann rein. Das machen wir dann erst später. Das lernst du später. So, wie bringen wir das jetzt hier rüber? Über Messer oder... Genau, mit dem Messer da drüben rein. Oder ich komme dir ein bisschen entgegen. Ich komme dir ein bisschen entgegen. Ja, so. Weil mit dem Brett zum Topf zu gehen, wäre ein bisschen sportlich, oder? Genau.
Aber wir haben es ja schon. Okay. Passt? Ja. Den Rest kriegst du mit der Klinge rüber, oder? Ja. Genau, also hier ebenfalls schön anschwitzen. Und ich würde gleich mal sagen, wir machen das hier mit der Suppe gleich parallel. Sieht schon gut aus. Schneide ich mal flugs die Schalotte, die Chili bei dir, geben wir auch einfach nur so mit rein. Okay. Schalotten für die Suppe, Express, hier bloß ein bisschen grob runtergeschnitten. Und da kannst du hinten in dem Topf auch wieder Olivenöl zugeben. Dann machen wir hier ein bisschen Butter dazu. Butter ist halt auch Geschmacksträger, ne? Was haben wir hier für ein Olivenöl? Das ist ein griechisches Olivenöl. Aha. Hier auch extra eins verwendet, was zum Braten zu verwenden ist. Es gibt natürlich dort diverse verschiedene Pressmethoden, ja, sage ich mal. Also ein kaltgepresstes Olivenöl ist zum Braten eher ungeeignet, ne? Genau. Das heißt, wenn ihr ein Olivenöl verwendet und ein gutes Olivenöl zu Hause habt, dann am besten immer nur über das Gut halt drüber geben. Also quasi über das Stück Fleisch, über den Fisch und nicht mit dem Olivenöl braten. Ne? Weil das natürlich dann auch dazu neigt, Bitterstoffe zu entwickeln. Genau, genau. Und dann ist es eigentlich hinüber. Ja. Ne? Also über 80 Grad sollte man ein kaltgepresstes Olivenöl keinesfalls erhitzen. Gut, hinten machen wir auch mit an. Dirk, da kannst du auch wieder einen Esslöffel Honig mit zugeben. Mache ich gern. In der Zwischenzeit schneide ich mal hier die Schalotte zu Ende. Schalotten hatte ich ja auch schon mehrmals erwähnt, ist so die milde Variante der Zwiebel und eher gibt den eleganten Geschmack halt, ne? Also die ist nicht so dominant, deswegen halt bei Suppen- und Soßenansätzen verwende ich gern die Schalotten. So, die schwitzen wir auch mit an. Na, wenn du dann so ein paar Röstaromen geschaffen hast hier bei deinem Chutney, ja, dann nehmen wir halt hier Curry dazu. Ich sage mal, vom Curry machen wir einen Esslöffel. Ne? Stelle ich dir mal hier rein. Was kommt bei dem Chutney dann noch dazu? Auf jeden Fall Essig. Wir geben auch einen kleinen Schluck von unserem Saft halt mit dazu, von dem, warum von dem Smoothie. Warum der Essig, Kai? Der bringt die gewisse Säure mit. Ne? Aha. Um das Ganze eleganter zu machen. Wir haben jetzt hier Süße drin durch den Honig. Ja? Und der Essig bringt dir gewisse Säure. Ja. Ne? Das ist wie so ein saures, eingelegtes Gemüse halt in dem Fall. Dann die Cremigkeit von dem Frischkäse dazu. Mega wird das. Mega. Mega. Naja, wenn es mega wird, dann wird es mega. So, hier bei der Suppe Cayenne-Schote mit rein. Danach. Ja. Geben wir auch noch ein bisschen Temperatur dazu. Und, was darf nie fehlen, gutes Salz. Das Salz, und zwar haben wir hier in Österreich, ist aus dem Salzburger Land. Aha. Bergkernsalz. Das ist eigentlich schon so in meinen Folgen das legendäre Salz. Ne? Bergkernsalz, Salz muss immer fliegen. Warum? Warum Bergkernsalz? Warum ist es legendär? Dieses Salz. Ganz einfach, mach mal die Hand auf, bitte. Jetzt vielleicht ein bisschen viel. Den Rest kannst du mal hier hinten reintun, also die Hälfte ungefähr. Oder ich gebe dir mal noch was. Ne, das reicht schon durch. Okay. Und jetzt probier mal. Ja, das ist extrem mild. Extrem mild. Und man schmeckt halt wirklich tatsächlich, bei dir waren jetzt nicht viele Mineralien dabei. Also das Dunkle, die dunklen Verfärbungen, die halt hier drin sind, sind halt wirklich eingeschlossene Mineralien. Okay. Und die geben dem Salz einen außergewöhnlichen Geschmack. Ne? Und ich verwende es sehr gern. Wo beziehst du das Salz? Direkt vom Erzeuger. Ne? Dort ist aber das Problem ganz einfach, die Salzmine, die versiegt halt. Deswegen Leute, Online-Shop, Witzos Bergkernsalz, kann gern bestellt werden. Ne? Das heißt, du vertreibst auch über deinen Online-Shop Produkte? Ich vertreibe Produkte, auch natürlich Produkte, die ich verwende. Ja. Das heißt, das Curry kommt jetzt noch demnächst mit in den Shop mit rein und das schwarze Gold ist definitiv schon mit drin. Ne? Das ist ein dreierlei Pfeffer, was wir auch dann noch mit verwenden, und zwar ein Telicherry-Pfeffer, ein bengalischer Langschwanz-Pfeffer und ein Assam-Pfeffer. Ja. Das heißt, du darfst ja gerne mal so eine kleine
Nase, wenn ich hier vorbei. Der bringt keine Schärfe mit, sondern einen wirklich ausgewogenen, geilen Geschmack. Ja. Ja. Und Leute, die es gekauft haben, die schwören drauf. Die sagen, gib mir mehr von dem Stoff. Ja. Was denkst du, können wir mit dem Curry hier? Ich denke, wir können starten, jawohl. So, da haben wir das, da haben wir das. Dann brauchen wir bloß noch den Ingwer. Und den Ingwer in dem Fall, den werden wir mit dem Löffel schälen, weil natürlich auch hier immer die Devise ist, ganz einfach, unter der Schale sind die meisten Vitamine, Mineralstoffe. Das heißt, bei dem Ingwer nehmen wir uns wirklich einfach nur den Löffel daher und kratzen im Prinzip die Schale runter. Wenn ich mir jetzt einen Ingwer-Tee machen möchte oder ein Ingwer-Wasser, lasse ich die Schale gern dran. Bei der Suppe eher nicht. Da schäle ich den Ingwer halt runter. Ne? So, und damit der Ingwer natürlich nicht komplett auslaugt, geben wir den erst kurz vorm Ende dazu. Ja, schön reingerieben, mit einer feinen Reibe, bringt er uns natürlich so eine gewisse Schärfe halt mit und natürlich auch sein komplettes Aroma. Dann hast du hier den Saft, davon nehmen wir ungefähr Mango. Mango, Orangenschale, Goji-Beere, Apfelsaft. Du bist, was du isst. Genau. So, damit löschen wir hier mal ein bisschen ab. Jetzt noch Essig dazu. Dann habe ich hier einen Apfelessig. Wie viel? Auf diese Menge? Okay. So, dass es einfach jetzt bedeckt ist. Ah. Jetzt geben wir noch einen Schluck Wasser mit dazu. So, hinten jetzt dasselbe Prozedere bei der Suppe, beim Suppenansatz. Kannst du jetzt schon die Kürbiswürfel zugeben? So, und dann wechseln wir jetzt hier ganz einfach die Seiten, das wird entspannter für uns, ne? Ja. Genau. So, hier vom Ansatz her habe ich noch eine schöne Kalbsbrühe mitgebracht. Also man kann auch eine Gemüsebrühe in der Hinsicht nehmen, aber eine Kalbsbrühe, die gibt mir jetzt hier nochmal so einen richtig schönen Kick. Ja? Wunderbar geliert. Heißt, die hat auf jeden Fall Power. So, jetzt haben wir hier den Saft. Sieht die Kamera das? Ja, von oben? Ja, klar. Und jetzt geben wir hier noch die Brühe mit dazu. Na, da kann ruhig alles rein, ja. Ich bin ja jemand, ich arbeite unheimlich gerne mit Kernöl. Ich trinke es ja auch so. Wollen wir das mal probieren? Gleich aus der Flasche. Wollen wir das mal probieren? Also nie aus der Flasche, sondern probieren es mal vom Löffel. Ja. Und alles, was mit Kürbis ist, bekommt bei mir extra nochmal Kernöl. Das darf richtig drin schwimmen. Aber es hat wirklich seinen Ursprung darin, dass ich einen Freund habe, der in der Steiermark lebt. Und ich bin unheimlich gerne in der Steiermark. Es ist landschaftlich eine ganz tolle Region mit den vielen Besenwirtschaften und dieser urbanen Lebensart da unten. Und Kernöl ist dort einfach ein Genuss. Es gibt auch Kernölbier. Danke. Das Öl kommt jetzt hier aus der Dürmtaler Ölmühle, die ich gesehen habe. Die älteste Ölmühle in Deutschland. Kann ich einfach mal empfehlen, welche Kamera die. Ja. Fahrt mal nach Dürmtal, hier in der Nähe von Freiberg gelegen. Richtig, zum Mühle. Da könnt ihr auch eine Besichtigung machen, wie die Öle hergestellt werden. Auf diesen alten Pressen. Das ist Wahnsinn. Und ihr könnt direkt mit einem Löffel an die Presse gehen und könnt das dort probieren. Tolle Sache. Ja, gut. Ich liebe diesen nussigen Geschmack. Das ist mega. Also jetzt gerade die Kürbiszeit, Kürbissuppe, da muss er unbedingt rein. Ein geröster Kern drauf rumschwimmen. Richtig. Für den Biss, wunderbar. Und heute eben halt, wie gesagt, auch bei unserem Eis, ne, das Vanilleeis, was wir jetzt ansetzen, in Kürbiskern, Öl dazu und geröstete Kürbiskerne, wo man früher gesagt hat, was ist das für eine banale Geschichte, aber das harmoniert miteinander. Ja. Ja, mega. Ja, Leute, probiert das unbedingt aus. Eine Kugel Vanilleeis und Kernöl drüber. Das klingt skurril, ist aber kulinarisch einfach der Hammer. Und ist eigentlich schon fast oldschool, ne? Ja, genau. Aber halt immer wieder geil. Ich weiß, in Tharandt gibt es eine Eismanufaktur, die verkaufen das von der Karte. Richtig. Und es gab mal ein Franchise-Konzept, ich weiß nicht, ob es noch existiert, Grünzeugs. Die haben das auch auf den Markt gebracht. Und ja, einfach mal machen. Toll. Also rein damit. Jetzt setzt sich natürlich hier unten, ne,
das gute Vanillemark ab, ne? Oh, wir lassen sie mit. Wir lassen sie mitfahren, die Vanilleschote. So, rein damit. Und erstmal einen Deckel drauf. Deckel drauf. Jetzt lassen wir die laufen. Bei welcher Temperatur läuft das jetzt hier? Die geht auf minus 28 runter. Ne? Also man sieht dann auch die Veränderung drin. Läuft. Läuft. Gut, bei unserem Süppchen läuft es auch. Können wir jetzt im Prinzip nur erstmal warten, bis der Kürbis weich wird. Ne? Und dann wird es püriert. Und dann wird es püriert. Und bei unserem Chutney natürlich nicht. Aber hier können wir uns schon mal den Ansatz auf jeden Fall so ein bisschen probieren. Nehmen wir uns nochmal hier jeder einen Löffel. Ich habe meinen hier. Oder so, genau. Süße ist da, eine Säure ist da, die Würze ist da, aber es kann ruhig noch ein bisschen schärfer vertragen dann. Aber das machen wir dann mit dem Ingwer. Okay. Na? Und natürlich muss noch eine gewisse Bindung entstehen. Das passiert natürlich erst, wenn der Kürbis halt weich ist. Ne? Was sagst du zum Geschmack? Gut. Ausbaufähig gut. Ausbaufähig gut. Ja. Probieren wir mal noch so einen Kürbiskern dazu. Geht immer. Mm. Auch abends. Aber dann ohne Salz, ne? So als alternatives Knabbergepäck. Du bist ja. Radguide. Ne? Auch, ja, genau. Auch. Ja. Ne? Und was ich total interessant fand vorhin, dass du auf Mallorca unterwegs bist. Mhm. Und dort als Radguide auch tätig oder genau. Eigentlich weltweit, oder hast du gesagt? Ja. Aber Mallorca, was ich total spektakulär fand, was du vorhin erwähnt hattest, ist diese kulinarische Radtour. Mhm. Mega, finde ich. Ja. Die Idee finde ich total sensationell. Und du hast natürlich auch gesagt, dass du das in Dresden probiert hast oder umsetzen wolltest, was wirklich sehr, sehr schwer ist, oder? Genau, es ist logistisch einfach eine große Herausforderung. Den Ansatz gibt es überall, man kann es auch überall machen, weil immer mehr Leute sind mit dem Rad unterwegs und natürlich auch die Kulinarik zu erkennen und zu erfahren, zu erleben, ist vielerorts ein großes, großes Thema. Aber es ist eben schwer umsetzbar, weil es von der Organisation her müsste man wie ein Reiseveranstalter auftreten, müsste es von der Übernachtung bis zur Tour komplett durchplanen, sowas gibt es glaube ich auch. Und das ist für so eine One-Man-Show ist das einfach eine Dimension zu groß. Aber auf Mallorca sind wir mit den Gästen unterwegs. Das ist komplett durchorganisiert und fahren auch immer spezielle Locations an. Ja. Allerdings fehlt uns tagsüber die Zeit, die mallorquinische Küche wirklich dort kennenzulernen. So, genau. Reibe hier. Reibst du einfach mal von dem Ingwer, wie gesagt, so ein Esslöffel. Ja. Wird meistens dann auch am Hintergrund dann hängen bleiben, ne? Das heißt, dann einmal abschlagen. Genau. Wenn wir jetzt hier nochmal 3 Minuten den Deckel oben drauflegen, dann sollte das passen. Dann lassen wir es runterkühlen. Und fertig ist unser Chutney. Wollen wir mal hier unsere Suppe probieren? Wir nehmen uns einen frischen Löffel, Dirk, warte. Aha, ja. Also hier ist auf jeden Fall Konsistenz. Auch noch ein bisschen. Mhm. Schon eine leichte Schärfe ja, hinten raus. Ja. Wunderbar. Also. Aber fehlt jetzt noch der Transporteur. Ne? Das Fett fehlt jetzt noch. Das heißt, aha. In dem Fall dann Milch, Sahne und ein bisschen Geschmacksträger. Genau. Mhm. Ein bisschen Kokosmilch geben wir auch noch mit zu. Gut, ich würde mal sagen, bei unserer Suppe, Dirk, machen wir jetzt hier die Kokosmilch dazu. Ja, unbedingt. Ich liebe Kokosmilch. Kokosmilch geben wir hier ein.
So. Jetzt noch einen Schluck normale Milch dazu. Genau, noch mal rühren. In der Zwischenzeit hole ich mal hier den Pürierstab. Hm. Also, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch unsere Suppe vollenden. Pürieren. Das heißt, du kannst wieder ein bisschen von dem Ingwer reinreiben. Das mache ich. Ich denke mal von der Menge her, so wie vorhin, das sollte fast passen. Unsere gewaschenen Beeren, die werden wir hier noch ein bisschen auf Küchenkrepp trockenlegen. Unser Eis ist auch soweit fertig. Da können wir da eigentlich glatt nochmal probieren vorher, oder? Was meinst du? Das sollten wir unbedingt. Ich meine, ändern können wir jetzt eh nichts mehr beim Eis, ne? Wir sollten nichts unprobiert anbieten. Richtig, also. Das Risiko ist einfach zu hoch. Ingwer ist drin. Jetzt geben wir hier noch Sahne dazu. Und einen kleinen Schluck Essig. Der rundet die ganze Sache, wenn wir jetzt hier Milch und Sahne dabei haben, noch etwas ab. Macht das Ganze ein bisschen vollmundiger. Und Pürierstab ist hier. Dirk, ist das deine Baustelle? Ja. Brauchst du noch eine Schürze vorher? Oder? Mach ich so. Kriegst du so hin, oder? Wir haben eine Waschmaschine. Weil du bist ja auch schon groß. Genau. Oder die ist uns wirklich auf Anhieb gelungen. Ein Gedicht. Ich würde noch nicht mal viel dran machen. Nee. Vielleicht noch eine kleine Spur Salz. Das weißt du. Was sagst du? Für mich ist sie perfekt. Perfekt? Ja, perfekt. Dann lassen wir sie so. Du bist der Gastkoch heute, von daher. Und jetzt geht's los. Und zwar, Dirk, ich möchte dich bitten, machst du hier das Chutney einfach hier so in der Mitte in Streifen halt. Ja. Ne? Also da kann auch ruhig ein bisschen von dem Rosmarin dabei sein. Also einen breiten Streifen kannst du hier ruhig draufsetzen. Ne? Das schaffe ich. Und ich kümmere mich um die Suppe. Und schneide natürlich auch noch das Brot. Setz mal hier oben on top. Na? Dann kannst du eigentlich, Dirk, von den gerösteten Kürbiskernen so ein bisschen was hier aufbringen. Dirk? Kai? Es war mir ja wirklich ein Fest, was wir heute hier zelebriert haben. Ich habe viel erfahren wieder was Neues, schön dich kennengelernt zu haben. Voll spannend. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ich bin gigantisch inspiriert. Sehr gut, freut mich. Allein nur von dem Gericht. Und lass uns nochmal hier so ein bisschen in die Kamera reinhalten hier. Dazu noch ein schönes Brot. Und Leute, nachkochen, abonnieren. Unbedingt. Lust auf Dresden, auf jeden Fall mal reinschauen und mit offenen Augen durch Dresden und überhaupt durchs Leben gehen. Ne? Also in diesem Sinne, euer Rizzo sagt ciao. Dirk, ich danke dir. Ich danke ebenso. Und bis bald, wir sehen uns. Danke für die Einladung. Gerne. Und vielleicht darf ich dich auch mal einladen zu einer sportlichen Aktivität. Wir schauen mal. Ne? Gerne. Also in diesem Sinne, gerne. Mach's gut auf jeden Fall dann, aber jetzt lassen wir es uns erstmal schmecken. Auf jeden Fall. Robert, danke nochmal. Ciao, Tutti. Macht's gut.